In diesem Video basteln wir hier diesen tollen Mickey-Türkranz. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video hier am ersten Advent. Ich hoffe, ihr habt den ersten Advent schön genossen. Besinnlich, zu Hause, gemütlich. Ja, ich mag das. Ich mag die Adventszeit immer sehr gerne. Zu Hause ein Weihnachtsfilm mit einem Tee oder einem Kakao. Aber ich habe auch gebastelt für euch. Und zwar habe ich ja letztes Jahr schon ein Video gehabt. Das musste ich ja leider runternehmen von meinem Kanal. Aber da habe ich diesen Kranz schon mal gebastelt. Da ich euch das Tutorial aber nicht entgehen lassen möchte, habe ich dieses Jahr einen zweiten gebastelt. Und zwar hier diesen Kranz. Und zeige euch jetzt in diesem Video, wie man den ganz einfach, ich glaube eine halbe Stunde, nachbasteln kann. Und auch die ganzen Sachen, die man dafür braucht, sind nicht teuer. Vielleicht habt ihr noch das ein oder andere sogar noch zu Hause. Könnt ihr super mit den Kindern nachbasteln. Aber Vorsicht mit der Heißklebepistole, ist ja heiß. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert und was ihr alles dafür braucht. Ihr seht, mein Tisch ist voll mit allem Möglichen. Ihr braucht aber wirklich nicht viele Sachen. Und die sind auch gar nicht teuer. Also ihr könnt euch einfach einen ganz günstigen Weihnachts-Mickey-Türkranz selbst machen. Und zwar braucht ihr erstmal dafür Styroporringe. Ich habe fast alles im Teddy unbezahlte Werbung gekauft. Genau, also einmal einen großen Styroporring und zwei kleine. Ich habe ja letztes Jahr schon einen gebastelt, der hängt da. Aber da habe ich größere Styroporringe benutzt. Dieses Jahr werden es ein bisschen kleinerer Kranz. Genau, also die kosten, der große kostet 1 Euro und die zwei kleinen kosten 1,50 Euro. Dann braucht ihr einmal diese Tannen, die gab es auch beim Teddy. Eine kostet 1 Euro. Ich habe hier so normale grüne und hier ein bisschen dünnere. Und die haben direkt schon so Schleifen mit drin. Das fand ich ganz schön für die Ohren jeweils. Ich weiß nicht, ob eins reicht oder zwei. Ich habe, glaube ich, genau, ich habe 4 von denen mit der Schleife und 3 von den anderen. Aber ich glaube, so viele werde ich gar nicht gebrauchen können. Oh, alles grün. Genau, also das sind im Prinzip schon die Grundsachen, die ihr braucht. Dann braucht ihr natürlich Deko. Da habe ich einfach mal in meinen Kisten geguckt, was ich für die letzten Jahre alles angesammelt hat, weil ich finde, da sammelt sich irgendwie jedes Jahr irgendwie mehr an. Da habe ich hier Lametta und so Sterne, Kugeln. Ihr könnt das ja auch farblich machen, wie ihr wollt. Hier habe ich auch noch so Sterne, jetzt ein bisschen Schleifen. Was ihr natürlich braucht, ist auch ein Heißkleber, das steht da vorne. Und dann am Ende noch ein Band zum Aufhängen. Und ich würde sagen, wir starten. Wir beginnen mit dem großen Kreis, also mit dem Mickey-Kopf sozusagen. Bei Styropor müsst ihr mal drauf aufpassen, bei Heißkleber, da entstehen immer so Löcher drin und es ist heiß. Also was ich jetzt mache, ist das Ende erstmal hier so dran kleben und dann wickel ich den Kranz einfach um den Kopf. Und dann wickelt ihr einfach die Girlande um den Kopf. Ich schon, man braucht 2 für den Kopf. Aber ich habe ja genug. So, und das eine Ende werden wir dann hier wieder festkleben. Sieht schon richtig schön buschig aus. So, Teil 1 ist schon fertig. Also es geht wirklich super schnell und ja. Im Prinzip haben wir den Kopf jetzt schon fertig. Jetzt geht's an die Ohren. So, beim Ohr ist die Girlande etwas zu lang. Da werde ich ein Stück dann abschneiden, aber das ist ja nicht so wild, ne? Ohr Nummer 1 ist fertig und ich finde das mit den Schleifen, das ist echt schön. Die hatte ich letztes Jahr nicht. Ich zeige euch am Ende auch nochmal einen Vergleich zum letzten Jahr. Aber ich finde die mit den Schleifen, die gelandet, echt schön, weil man hat dann im Prinzip schon ein bisschen Deko dran. So, meine beiden Ohren sind jetzt auch fertig und jetzt können wir den Kranz zusammenbauen, sozusagen als Mickey-Kopf.
Also ich weiß auch nicht, wo mein grüner Basteldraht hin ist. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt nur silbernen. Und der ist leider auch etwas dicker, aber ich versuche den mit den grünen Tannen irgendwie zu verdecken, weil ich nehme einmal zur Stabilisation der beiden Sachen einmal den Draht, den wickle ich dann drum und mache aber immer noch Heißkleber dazwischen, damit es auch wirklich hält. So, da ist er fertig. Also, noch nicht ganz, aber es sieht schon aus wie ein Mickey-Kopf oder eine Mini, wie ihr es mögt. Ich habe erst geklebt das Ohr dran und dann den Draht richtig fest drum gebunden. Und ja, jetzt geht's ans Dekorieren. Und da ist eure Kreativität freien Lauf gesetzt. Ihr könnt, wie gesagt, eine Mickey draus machen, eine Mini. Dekorieren, wie ihr wollt. Ich finde das auch ganz toll damit. Kinder, nur passt auf bei dem Heißkleber. So sieht mein Kranz zurzeit aus. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr dran machen soll. Es ist, glaube ich, schon sehr viel. Auch das Band ist ja schon sehr dekorativ. Ich habe das jetzt einfach in der Mitte gemacht. Ihr könnt das aber auch hinten befestigen. Aber das auch sehr dekorativ ist, fand ich das gar nicht so schlecht. Was ich jetzt noch drum mache, ist eine Lichterkette mit Timerfunktion, damit es auch abends schön leuchtet. Ja, mein Kranz ist fertig. Ich habe jetzt auch so eine Lichterkette, die auch noch sehr dekorativ ist. Da sind nur so kleine Steinchen dran. Sieht man jetzt nicht, wie es leuchtet, wegen der großen Lampe im Hintergrund. Aber genau, also es ist ein wirklich ganz einfaches Projekt. Könnt ihr super leicht nachbasteln. Und ich finde es wirklich einen sehr, sehr schönen Türkranz. Ich zeige euch auch noch den von letztem Jahr. Genau, also das ist der vom letzten Jahr. Nicht ganz so viel, hat nur Kugeln und eine Schleife, aber mittlerweile auch eine Lichterkette drin. Und hier haben wir die Aufhängschleife nur hinten, habe ich die Schleife nur hinten dran geklebt, aber dann kippt er so ein bisschen nach vorne, aber ist an der Tür jetzt nicht so schlimm. Und ich muss sagen, vom Größenverhältnis sind sie doch gleich. Ich dachte, der würde viel kleiner werden, aber da habe ich letztes Jahr wohl auch die kleinen Styroporringe benutzt, genau. Also ihr könnt eure Kreativität wirklich freien Lauf lassen, was diese Mickey-Kränze angeht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen hier zum ersten Advent. Ich wünsche euch noch einen schönen ersten Advent. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich immer einen Daumen nach oben lassen, da lassen. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Also bis dann!